Servus, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ski Challenge 2013 natürlich. Und wahrscheinlich eine kleine, etwas kürzere Folge. Ich habe heute nicht so viel Zeit und ich muss das Ganze auch noch schnell durchrendern und hochladen. Ich hoffe, das klappt noch. Und zwar schauen wir uns den Extremmodus an. Und das möchte ich direkt dazu nutzen, euch auf ein Gruppenrennen hinzuweisen, dass dieses Wochenende wieder stattfindet. Ihr habt Zeit Samstag, Sonntag und Montagabend. Schaut am besten in unsere Skigruppe rein. Da habt ihr die Möglichkeit zu fahren. Und zwar fahren wir erstmalig den Extremmodus, den ich euch jetzt auch mal schnell zeigen möchte. Und zwar würde ich sagen, wir spielen das mal in Wengen durch. Der Extremmodus bedeutet, wir haben keinen Geist, keine Zeitangabe, kein Nichts und fahren ausschließlich in der Ego-Perspektive. Das kommt mir sehr entgegen. Anderen von euch vielleicht nicht so, aber dann können wir uns wenigstens auch mal hier in der First-Person-Ansicht messen. So, ich hoffe, mein Mauszeiger ist nicht im Bild, nein. Und wir brechen uns auch nicht sofort das Genick. So, wie ihr seht, wunderschöner freier Monitor. Keine störenden Einblendungen, kein störender Geist, gar nichts. Und natürlich in der Ego-Perspektive, ich kann auf C drücken, wie ich will. Die andere Kameraposition ist nicht verfügbar. Uns ergeht es also genauso, wie es in Wirklichkeit auch den Skifahrern ergeht. Sie können nur mehr oder weniger selbst fühlen, ob sie schnell sind oder nicht. Bin ich ja mal gespannt, wie ihr denn damit zurechtkommt. Wisst ihr euch selbst einzuschätzen bei der Fahrt oder nicht? Wobei, im Endeffekt bringt es ja auch nichts. Man fährt ja ins Ziel und hofft, dass man schnell war. Man muss ja nicht am Ende sagen, ja, die Zeit möchte ich oder die Zeit möchte ich nicht, sondern es zählt dann am Ende trotzdem die schnellste. Von daher, so schlimm wird es da dann doch nicht werden. Ah, Wengen ist einfach eine schöne, chillige Strecke für mich. Das Gruppenrennen wird in Kitzbühel stattfinden, habe ich bereits erwähnt, hoffentlich ja. Eigentlich hatte ich ja vor, hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, euch hier so ein... Oh shit, Geschwindigkeitsanzeige haben wir natürlich auch keine. Ein neues Wintergame vorzustellen. Das ist leider so nicht zustande gekommen. Ich habe noch mal ein bisschen Zeit rein investiert und probiert, aber es macht einfach doch keinen Sinn, auf dem PC zu versuchen, irgendwelche PlayStation-Games zum Laufen zu bekommen. Es hätte wohl am Ende funktioniert, aber der Ton war nicht so schön. Es waren ziemlich viele Grafikfehler mit dem Bild. Deswegen verzichte ich jetzt darauf. Deswegen wird es auch leider dieses Wochenende kein neues Let's Play Winter Games geben. Ich hoffe darauf, dass Anfang der Woche mein Paket eintrifft. Ich hab mal wieder einen Zehner bei Rebuy, falls ihr die Seite kennt, habe ich da investiert. In ein paar schöne alte Spiele oder hoffentlich schöne Spiele. Alle kenne ich nicht, ein paar kenne ich davon. Alle so in der Zeit 2006 früher. Und da werden bestimmt einige launige Sachen dabei sein. Unter anderem auch ein paar Spezialspiele, die nicht wie diese Olympia- oder Wintergames so ein komplettes Spektrum umfassen, sondern auch mal so ein paar Spezialisten-Games. Wie Biathlon, wie Skispringen. Das werden wir uns natürlich ansehen. Ich habe übrigens mittlerweile auch mal probiert, Skijump Giants auf dem PC spielbar zu machen. Oh, da waren wir aber ein bisschen langsam unterwegs, war. Wisst ihr ja bestimmt von den Machern hier auch von der Ski Challenge, die haben ja dieses Skijump Giants entwickelt und ist leider diese Saison nur für Android und iPhone und so weiter verfügbar, also leider nichts mit am PC spielen. Und da ich habe nicht mal ein kompatibles Gerät, wo das laufen könnte. Ich habe zwar ein relativ altes iPhone, ist aber von der Version und von der Leistung her natürlich schon viel zu alt, als dass das da laufen könnte. Leider. Wobei, ich habe es jetzt auch nicht ausprobiert und nachgeguckt, aber ich gehe einfach davon aus, ich habe noch ein altes iPhone 3G. Ich meine, da funktioniert schon nicht mal mehr WhatsApp drauf. Übrigens auch ein ziemliches Nazitum von Apple. Also, ich bin da absolut kein Fan von. War mein erstes Apple-Gerät.
und vermutlich erstmal auch mein letztes. Ich bin damit absolut, absolut unzufrieden, wie das mehr oder weniger läuft. Klar, es ist alt, der Support wird irgendwann eingestellt, aber dass nicht mal Apps, die ich zum Teil gekauft habe, weiterhin darauf lauffähig sind und mir dann sogar nicht mal mehr einfach nur das Update verwehrt wird, sondern das Schlimme daran ist, es hieß, ich muss updaten, drücke auf den Update-Knopf und dann heißt es leider nicht für Ihre iOS-Version verfügbar. Ihre App ist damit nichts mehr wert. Und ich frage mich gerade, warum ich hier einen Geist überhaupt eingeblendet habe. Ich dachte, man hat hier keine Geister. Wo wir hier gerade schon 2 Minuten mit dem Geist am Fahren sind. Wo kommt denn dieser Geist her? Ich dachte, in diesem Spielmodus gibt es die nicht. Na gut, vielleicht gibt es die doch. Wäre das zumindest mal ein Anhaltspunkt. Bin ich ja gespannt, ob das im Rennen auch der Fall sein wird. Naja, wie gesagt. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe damals... WhatsApp gab es damals, glaube ich, regulär für 99 Cent. Ist jetzt nicht tragisch, aber generell einfach nur die Tatsache, dass alte Geräte rausgepatcht werden. Und das kann mir niemand erzählen. Shit, dass es nicht theoretisch möglich würde. Generell möglich ist, dass WhatsApp auf meinem Handy läuft. Das ist ein Quatsch. Das funktioniert auf meinem noch viel älteren Symbian. Sony Ericsson funktioniert das auch noch. Das ist eine Frechheit eigentlich. Naja. Was dagegen ganz gut funktioniert hat. Allerdings war das, glaube ich, auch Kulanz beim ersten Mal und wird zukünftig wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Ich hatte schon vor Ewigkeiten mal eine etwas teurere App über iTunes gekauft, die dann auch nicht kompatibel mit meinem Telefon war. Und hat mich auch ein bisschen geärgert, dass ich diese App im iTunes Store habe kaufen können. Und erst nach dem Kauf, als ich dann mein iPhone angeschlossen habe, mir angezeigt wurde, ist nicht kompatibel, Junge. Ist ja nicht so, dass ich 1000 andere Geräte, auf denen es lauffähig gewesen wäre, noch besitze, sondern es war auch nur dieses eine Gerät da angemeldet. Und ein anderes besitze ich da auch gar nicht. Da habe ich dann reklamiert und habe mein Geld wiedergekriegt. Allerdings eben mit der Notiz, einmal ist das okay, beim nächsten Mal kriegst du nichts mehr. Oh shit. Oh, da gehen die Sekunden flöten. Also ich kann den Geist an- und ausmachen, sehe ich gerade. Also wird es wohl Geister geben. Vergesst, was ich gesagt habe. Geist gibt's nur, der Rest ist ausgeblendet. Was das ja auch total witzlos macht. Wenn ich die Zwischenzeiten von meinem Geist grob im Kopf habe, dann kann ich mich ja dann daran orientieren. Naja, wurscht. Wie kam ich überhaupt zu dem Thema? Ah ja, stimmt, SkiJump Giants. Und ich habe es probiert, über 2 verschiedene Android-Emulatoren SkiJump Giants hier am PC zum Laufen zu bekommen. Nicht, weil ich es jetzt unbedingt am PC spielen muss oder spielen möchte, um einen Vorteil oder was weiß ich zu haben, sondern es geht einfach nur darum, wie ich das sinnvoll aufnehmen kann, um es euch zu präsentieren. Und mich jetzt natürlich auch interessiert, ob sich was getan hat zu den letzten Jahren. Und einfach um zu sehen, ob es ein schönes Skisprung-Game immer noch ist. Und was sich zur PC-Version von den letzten Jahren getan hat und so weiter und so fort. War leider so nicht möglich. Ist mir immer wieder abgeschmiert beim Starten. Ich komme zwar in die App rein, aber weiter dann auch nicht. Also ließ sich leider nicht starten. Tja, Pech gehabt. Aber das haben wir wohl generell dieses Jahr am PC ganz einfach. Wollte man einfach den Schwerpunkt aufs Handy und die Tablets verlagern, nehme ich an. Weil er ja wahrscheinlich auch von Game Twist hier oder mehr Umsatz erwartet wurde dann. Von der Werbung und so. Darf ja nicht vergessen, dass ich dieses Spiel hier aus Werbemitteln finanziert. Jetzt ja nicht unbedingt nur die Preise sind, die es hier zu gewinnen gibt, sondern ihr seht ja hier dieses Game Twist Logo auf den Flaggen und auf den Banden und auf den Toren.
Und das ist halt so eine, glaube ich, so eine Minispielplattform. Shit, da wurde es zu eng. Und die ziehen natürlich ihren, nehme ich mal an, ihr Hauptaugenmerk auch auf die mobilen Geräte und wollen da ihre Apps verkaufen oder so ähnlich. Geh mal davon aus, dass PC nicht so der Kracher bei den Sachen ist. So. Jetzt habe ich mich doch wieder verplappert. Da habe ich gedacht, ich kann hier unter 10 Minuten bleiben. Dem ist leider auch nicht so. Ich habe jetzt leider hier gar nicht meine Liste liegen, die ich hier an den Wintergames zusammen gekauft habe. Jetzt hätte ich die euch noch schnell spoilern können, was es denn in der nächsten Zeit dann geben wird. Ich habe mich jedenfalls an meine eigenen Vorgaben gehalten, hier nicht irgendwas irgendwie Teures oder sowas rauszupicken, sondern... Scheiße! Ach komm. Geht schon noch. Sondern sind alle Spiele, ich glaube, die meisten sind unter 1 Euro gewesen. Und das teuerste und wahrscheinlich auch für mich dann auch das spannendste, das hat dann 2,99 glaube gekostet, also. Die Versandkosten waren für jedes Spiel teurer, oder für das komplette Set. Und ich werde versuchen, in Zukunft die Tasteneinblendung für Gamepad und so weiter auch immer für die Wintergames zu realisieren. Ist nicht immer ganz einfach, weil sich nicht alle Games im Fenster spielen lassen. Und auch nicht alle mit Gamepad oder fürs Gamepad gedacht sind. Das werden wir dann einfach von Fall zu Fall, werde ich das schauen müssen, dass das klappt. Ich habe mittlerweile noch eine zweite Lösung in der Hinterhand, über die es funktionieren könnte. Deswegen bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das alles in allem klappen wird. So. Kern in S. Eng genommen. Jetzt hätte ich gedacht, ich habe hier von Josh Woodward hier die... Das geile Album hier am Laufen. Leider ist das hier nur so langwieriges Geklimper gerade. Naja, dann chillen wir halt die Piste hinunter. Schadet ja auch nix. Dann entspannen wir uns doch ganz einfach. La la la. La la la. Ist übrigens auch was ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich die Musik nicht mehr so wie früher nachher unter das Video lege, sondern dass ich mir die jetzt schon live einblende, mehr oder weniger. Dass ich da vielleicht auch mal das eine oder andere Wort dazu sagen kann. Und nicht immer nur hier in die Videobeschreibung schreibe, ach hier hart, Musik von sowieso und dann ist gut, sondern möchte das auch hier erwähnen. So, sind wir schneller? Noch wissen wir es nicht. Jedenfalls ordentlich schneller wie unser Geist. Herzlichen Glückwunsch, neuer Rekord. 2,35,2, naja. Sind wir immer noch über 7 Sekunden hinten, aber... Nun denn, so. Das gleiche Spiel in Kitzbühel, und zwar mit euch. Am Wochenende. Samstag, Sonntag und Montag habt ihr die Möglichkeit. Am Ende zählt die beste Zeit. Dann gibt es wieder ein Gesamtklassement. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Fahren. Ich hoffe, ich schaffe es ein, zweimal mit beim Rennen, hier mit Aufnahme und so weiter dabei zu sein. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Euer Alpensack. Bye, bye.